Na gut, dann wollen wir doch mal hier reinschauen. So, die Herren von Harmendel, ja? Ich bin König Hosfar der IX., Herrscher von Steinstadt. Was wollt ihr? Rettung der Zwerge? Eigentlich wollen wir, dass ihr unser Schloss aufbaut. Von Zwergen retten haben wir nichts gesagt. So, die neuen Herren von Harmendel stellen sich vor. Beeindruckt mich nicht. Ich bezweifle eh, dass die anderen Könige viel von euch halten. Ihr bleibt wahrscheinlich auch nicht lange am Leben. Aber vielleicht steckt ja doch mehr in euch, als es den Anschein hat. Ja, vielleicht könnt ihr etwas für mich tun. Genauso wie ich für euch. Medusen sind in meine Minen östlich von Bracada eingefallen. Haben einige meiner Männer zu Stein verwandelt. Sind ziemlich gefährliche Monster. Ich will kein Leben mehr bei einer Rettungsaktion aufs Spiel setzen. Bei euch wäre das aber nicht so schlimm. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Nehmt dieses Elixier und beträufelt die Statuen damit. Weckt sie auf, dann lasse ich euer Schloss reparieren und euch respektieren. Geht jetzt und hütet euch vor den Greifen in Bracada. Da. Raus. Also ja. Die halten echt nicht viel von uns. Die schicken uns jetzt quasi in den Tod und wenn es doch klappt, dann haben sie ihre Zwerge wieder. Und sie müssen höchstens ein paar Zwerge abkommandieren, um unser Schloss zu reparieren. Das heißt, denen ist es absolut egal. Ja, aber Medusen? Das klingt doch ein wenig zu schwer für uns, jedenfalls momentan. Also ja, wir sollten uns erstmal hier noch ein wenig umsehen und umhören. Und erst später das versuchen. Sobald unsere Ausrüstung ein wenig höher ist, wir ein paar mehr Level haben und so weiter. Konditionsexperte. Sollte er später werden? Wanderfeindestod. Im Goblindorf. Okay. Streitkolbenexperte. 2000 Gold. Gekauft. Bruder Rossam, Meister am Streitkolben, lebt in Tartaria. Oh, ein Fass. Ein Fass, das von einem Zwerg bewacht wird. Lass mich durch. Grünes Fass. Klick, mehr Ausdauer. Macht keinen Ärger. Ja, nee, wollen wir nicht. Axtmeister. Axtgroßmeister. Also ja, wir finden definitiv Trainer für die Skills, die ganz gut zu Zwergen passen. Also vielleicht auch ein Experte für Erdmagie? Ich glaube eher nicht. Ich denke, die werden alle in Harmendel sein. Geisterhaus. Anscheinend gibt es in der Nähe jedes Friedhofs und jeder verschollenen Begräbnisstätte ein Geisterhaus. Und unser ist da auch keine Ausnahme. In der Nähe eines Hügels im Nordwesten steht ein altes Landhaus. Mit ziemlicher Sicherheit spukt es da. Schön. Noch eine Sache, wo wir hingehen könnten. Raus. Da waren wir auch schon. Also ja, momentan stehen uns sehr viele Wege über, die wir gehen könnten. Falschen Experte sind wir schon, oder? Nein. Oh, sehr schön. Das geht jetzt gleich weg. Oh ja, die 2000 Gold haben sich sowas von gelohnt. Die werden sich sehr schnell ausbezahlt machen. Erdmagie-Experte. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay. Lara Steinbrecher, Meister der Erdmagie, lebt in Pierpont in den Elfenlanden. Statuen? Als die Medusen uns die roten Zwergenminen genommen haben, haben nicht mehr alle fliehen können. In den Minen stehen immer noch mehrere Statuen. Sie können noch gerettet werden, wenn nicht jemand die Statuen zerstört hat. Dafür müsstet ihr euch allerdings durch die Medusen kämpfen. Würde ich eigentlich ungerne. Das sieht verdächtig aus. Was haben wir hier? Tempel. Wie kann ich euch helfen? Ja, eigentlich sollte jeder feilschen lernen. Hatte ich schon mal erwähnt. Also ja, das machen wir mal kurz. Ist zwar schmerzhaft gerade mit Gold, weil wir fast wieder auf Null sind. Aber je früher wir das machen, desto eher wird sich das auszahlen. Also gerade später die Level-Ups und auch neue Fähigkeiten kaufen und so, das passt schon. So, hier scheint es irgendwohin runter zu gehen. Aber erstmal weiter zu Ende umgucken. Und vielleicht noch etwas mehr Fackellicht. Ja, schon besser. Aber wir behalten im Hinterkopf, da ist ein Fahrstuhl nach unten. Und da kann man beim Wasserfall wohl lang gehen. Ist nun die Frage, ob das von den Zwergen gern gesehen wird, wenn man einfach so
in deren Gebiet rumspioniert. Also abseits der offiziellen Straßen hier. Immer links rum. Oh, das ist wohl ein Privathaus. Na komm, lass mich durch. Verschwinde! Genau. Oh, noch ein Privathäuser. Ja, könnten wir ausräumen. Aber verschwinde. Muss ja nicht unbedingt sein. Also bei Fässern würde ich auf jeden Fall dran nippen. Da werden die wohl nichts gegen haben. Aber deren Truhen ausplündern, nee. Gelb bekommt er. Rot bekommt er. Blau bekommt... Ja, sie erstmal. Rot wieder er. Oh, Charisma. Verklickt. Rotes Fass. Sollte echt aus dem Mauslook-Modus rausgehen, der ist nicht ganz so genau. Oranges Fass, leeres Fass. Orange bekommst du. Und das müsste es jetzt gewesen sein, Fässern. Hm? Leer, 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 leer. Leer, leer. Was bist du? Waffenmeister? Verwalter? Münzer? Tag. Was macht denn ein Münzer? Gibt 10% Bonus auf alles gefundenes Gold. Verlangen 5% alles Goldes. Ja, interessant. Okay. Also haben wir jetzt sie dabei für feilschen 4 Punkte auf alle. Und ihn, dass wir mehr Gold finden. Also ja, wir sind doch ein wenig goldorientiert. Kann man nichts anderes sagen. Hier ist nur ein ganz normaler Brunnen, der nichts bringt. Okay. Immer schön prüfen. Manchmal können da echt nette Sachen bei sein. Noch ein Privathaus. Aber hier ist die... keiner drin. Eine Versuchung. Wir könnten ganz kurz reinhuschen, die Tür zu machen. Aber nee, komm. Wir müssen uns nicht gleich mit den Zwergen verscherzen. Was haben wir hier? Ein grünes Fass. Ein gelbes Fass. Und eine Trainingshalle. Sind wir denn schon so weit? Nee, sind wir nicht. Okay, also hier haben wir auch alles. Zurück zum Hauptgang. Vom Süden sind wir hergekommen. Östlich. Hallo? Östlich waren wir, glaube ich, schon, oder? Mal kurz gucken. Oh, nee. Hier ist ein Trankhändler und ein Mischtwaren. Also magisches Krimskrams, allerlei Zeug. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Ich weiß das nicht. Das kann ich nicht erkennen. Wir haben bestimmt viel zu verkaufen, weil Identifizieren-Skill ist nicht hoch genug. Den können wir ticken. Hallo, wie geht's euch? So weit, so gut. Guckt euch das mal an. Normalerweise bezahle ich dafür nur 277 Gold, aber für euch 514. Das ist doppelt so viel. Naja, ich kann es aber. Ne? Sehr schön. Was hast du sonst noch so? Feiner Gürtel macht nichts. Nichts. Ausweichen bringt nur, wenn man keine Rüstung trägt. Säurestrahl. Oh, 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 oh. Das ist schön. Säurestrahl war der Wasserzauber, den ich auch haben wollte. Also ich wollte ja zwei Zauber haben. Danke. Ich wollte den hier haben. Und ich wollte für sie hier Säurestrahl haben. Aber 2000 Gold, wie kriegen wir das zusammen? Wir können die ja verkaufen. Einfach so ins Blaue hinaus. Ich glaube, das mache ich. Weil der wird nicht lange da sein, der. Das Zauberbuch. Ja, gucken Hallo, wir mal. Hallo, wie geht's euch? Achso, es müsste alles zu unserer Händlerin. Dann kriegen wir ja ein bisschen mehr. So, weg, weg, weg. Feuerdorn, Telepathie, alles weg. Außer jetzt hier. Naja, Fackellicht können wir auch verkaufen. Aber die magischen Augen behalte ich erstmal, weil die auf einem höheren Rang gesprochen werden, als wir es momentan sprechen können. So. Hallo, wie geht's euch? Verkaufen. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Ganz knapp nichts. 256, das können wir gleich noch zu ihr geben. Und noch ein, zwei Schriftrollen, dann kriegen wir das hin. Danke.
Der wundert sich auch. Warum gehen die immer wieder aus meinem Geschäft raus und kramen in ihren Taschen vor meiner Tür? So, weg. Das ist alles. Oh, der kann noch weg. Und ja, ich weiß, der Hut und die Muschel können weg. Aber das sind Andenken. So, so. Alles schön stapeln. Passt das auch. So, das kommt noch zu ihr. So. Hallo, wie geht's euch? Oh, ganz gut. 2000, sehr schön. Oh. Da. Nicht da. Da. Säurestrahl. Kaufen. Danke. Säurestrahl. Das kann ich nicht lernen. Was? Wir haben noch keinen Expertentitel. Okay, also wir müssen unbedingt Wassermagie-Experte werden. Das war ziemlich sicher in Harmondale. Brauchen wir bestimmt wieder 1000, 2000 Gold. Ja, wir müssen irgendwo Geld herbekommen. Gelbes Fass, klick. Plattenexperte. Handel, achso. Auftrag. Auftrag klingt gut, wir brauchen nämlich gerade Geld. Wir haben richtig wenig. Wir haben weniger als am Anfang der Smaragdinsel. Hallo meine Herren, habt ihr einen Augenblick Zeit, einem alten Zwerg in Not zu helfen? Ja, natürlich. Vor einigen Jahren erlitten wir während Minenarbeiten unter Steinstadt einen ziemlichen Schock. Die Hexer von Niggen, das ist der Durchgang, von dem wir schon mal gehört haben, die Hexer von Niggen hatten das Meer untergraben, um einen heimlichen Angriff auf Verassia zu starten. Ihre planlose Untertunnelung hat dazu geführt, dass der Boden in der Umgebung von Steinstadt und der alten Hügelgräber auch heute noch stark abgesenkt ist. In unseren Minen haben wir jetzt einen Tunnel entdeckt, der bis nach Niggen führt. Ja, nicht gut. Und eine ganze Horde von Troglodyten bevölkert wird. Oh, Troglodyten, die haben wir schon getroffen. Die schaffen wir auf jeden Fall und die bringen Gold. Ja, das klingt doch sehr gut. Wenn ihr uns helfen könnt, die Troglodyten loszuwerden, könnten wir mit den Minenarbeiten fortfahren. Werdet ihr es versuchen? Auf jeden Fall. Raus hier, raus hier. Das nehme ich jetzt einfach mal als offizielle Berechtigung, da hinten zu der Mine zu gehen. Auch wenn das wahrscheinlich einfach nur irgendein Privatmann gewesen war. Reparieren-Experte. Ja, okay. So. Wir wollen zur Mine. Die war im Norden. Da war, glaube ich, der Thronsaal. Verschwinde! So. Gerogon ist nicht wirklich höflich. Weg da! Talada ist nicht besser. Aus dem Weg. Weg da! Ja, wir sind kein sehr freundlicher Haufen. Aber gut, runter. Oh. Okay, sie sind sehr nah an dem Dingens dran. Zaubern. Zaubern. 14 Schaden, oh ja. Also hier kann wirklich jeder der Magier auch Schaden machen. Nicht wie bei den Geistern, wo keiner Schaden machen konnte, außer mit dem Bogen halt. Ja, gut. So, tot. Sehr schön. Und gleich neue Fässer. Was haben wir da? Orange. Grün. Ja, komm. Und violett. Was zur Hölle war violett? Reaktion vielleicht. Das kann Marzalana bekommen. Kann sie öfters zaubern. So, wir gehen gleich wieder in den Rundenbasieren-Modus. Drücken den Schalter, falls da wieder irgendwelche Troglodyten direkt genau vor uns stehen. Sehr gut. Oh, Licht ist aus. Wir hätten gerne Fackellicht und wir hätten gerne magisches Auge. So. Können auf der Minimap jetzt richtig schön sehen, wo Gegner sind. Boah, geht das gut. Oh, das sind die Stärkeren. Und die kommen jetzt aus allen Gängen. Wenn man mal zum Minimap schielt. Das tut irgendwie weh. Aber das sind die einfach, okay. Wo ist der Fahrstuhl? Da ist der Fahrstuhl. Schön mit dem Rücken zur Wand. Und eine Hand am Schalter. Ups. So, kein Mana mehr.
Der hat noch ziemlich viele Lebenspunkte. Ja, weg hier.